Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Test auf meinem YouTube-Channel. Endlich ist er da. Ich habe die Bestellzeit, glaube ich, seit ich das Announcement gehört habe. Und das war, glaube ich, 2020. Die MM7, die Martin Miller Signature mit 7 Saiten. Ja, und einige werden sich vielleicht vom Bild her schon gewundert haben, wieso macht denn der mit der Gitarre einen Test? Das gab es doch schon vor ein paar Jahren. Ja, die Martin Miller 1, MM1, hier ist er. Haha, da sind sie direkt nebeneinander. Sehr gut. Das ist meine absolute Lieblingsgitarre und die wird es wohl auch noch eine Zeit lang bleiben. Das ist einfach perfekt. Ich würde nichts an der Gitarre ändern. Außer da, was ich schon geändert habe, nämlich andere Pickups reinmachen und die Backlocking-Tuners reinzumachen. Außer vielleicht 500 Gramm leichter würde ich sie machen, aber dann wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr so klingen. Deswegen, im Endeffekt, würde ich nichts ändern. Was ich nicht schon geändert habe, aber das sind Kleinigkeiten, weil die Gitarre schwingt einfach. Und deswegen wollte ich unbedingt die MM7 haben, weil die sich, laut Worten von Martin Miller, genauso gut spielen lässt, aber halt die 7. Saite drin hat, wo man dann halt im Register noch etwas tiefer gehen kann. Für diejenigen von euch, die noch niemals eine 7-seitige Gitarre in der Hand hatten und denken, für was denn das? Dafür. Dass man halt nicht als tiefsten Ton das hier hat, sondern das hier. Dafür haben wir eine 7-seitige und hat der Martin Miller sein Versprechen gehalten, spielt sie sich genauso gut wie die andere. Ja, tut sie. Überhaupt nicht umgewöhnen. Ich fühle mich sofort zu Hause und das ist natürlich eine ziemlich geile Sache, weil ich spiele zu, ich würde mal sagen, 80% eigentlich die MM1 und wenn ich dann eine 7. Saite will, nehme ich einfach die und fühle mich sofort zu Hause. Kurz zu ein paar Details der Gitarre. Die ist aus der AZ-Serie, der nicht allerneuesten Serie von Ibanez, aber einer relativ neuen Serie von Ibanez, die praktisch so von den modernen Gitarristen wie Martin Miller oder Tom Quayle entwickelt wurde. Und das hier ist eine spezielle AZ, ja, also die ist von der Form her und von der Halsform und so sind alle AZs ziemlich gleich. Die ist ein bisschen speziell, weil die als einziges einen Mahagoni-Korpus hat, ja, und als einziges eine richtige Ahorndecke, glaube ich, aber es gibt noch eine AZ Prestige, die auch eine Ahorndecke hat. Die Prestige-AZs haben einen Erle-Body und die Premium-AZs haben, soweit ich weiß, einen Linde-Body, also Basswood. Die hier hat einen Mahagoni-Body und ein Maple-Top. Geht also so ein kleines bisschen in die Les Paul-Richtung von den Korpushölzern. Der Hals ist allerdings wie bei allen AZs geröstetes Ahorn. Das sieht aus wie Palisander oder sowas, ja, auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick sieht man, es ist Ahorn und das ist geröstetes Ahorn. Und das Ganze auch noch mit der sogenannten S-Tech-Behandlung. Da wird das Ganze, glaube ich, ein flüssiges Nitro. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Müsst ihr auf der Ibanez-Website nachlesen. Auf jeden Fall in irgendeinem Flüssiggas eingeweicht, sodass der Hals künstlich altert und praktisch weniger anfällig ist gegenüber Luftfeuchtigkeit, Wärme und so weiter und so fort. Ja? Und das funktioniert auch. Also die verzieht sich nicht. Die ist richtig geil eingestellt seit Jahren und da passiert nichts. Also auch wenn die anderen Gitarren ich nachstellen muss mit dem Schlüssel, die musste ich erst einmal nachstellen und das war halt nach 4 Wochen, wo ich sie gekauft hatte, wo sie sich an das Klima hier in meinem Raum gewöhnen musste. Danach nie wieder. Und das ist bei den meisten anderen Gitarren anders. Vor allem bei Bässen, die musst du dauernd nachstellen. Das ist fürchterlich. Gut. AZ und die hat auch die Hyperion Pickups drin. Das sind allerdings die 7-String Hyperion und die klingen etwas anders, was gut ist, denn wenn ich die so geil fände, hätte ich wahrscheinlich in der MM1 die nicht umgebaut zu meinen liebsten Kloppmann-Pickups. Aber die sind geil, ja. Mal gucken, ob ich da auch Kloppmanns reinmache. Vielleicht mache ich das sogar. Aber die sind erstmal ziemlich geil.
Und lass uns mal ein paar Sounds hören. Das ist mein Mesa Boogie JP2C im Channel 3 über die Oxbox mit einer Mesa Boogie Boxen Simulation. Also, Heavy Kanse, das war wahrscheinlich jedem klar. Deswegen schalten wir jetzt mal auf den Clean Sound von dem JP2C. Und schalten mal eine Zwischenposition ein. Das müssten jetzt die inneren Spulen sein. Okay, dann kann man da ein bisschen funky natürlich mitspielen. Gut, dafür ist natürlich die Gitarre ja, vielleicht auch gedacht, aber man kann auf jeden Fall viel mehr Clean Sounds da rausholen als bei vielen anderen siebenseitigen Gitarren, weil die mehr auf Heavy ausgelegt sind. Und die ist jetzt nicht unbedingt auf Heavy ausgelegt, die ist eher auf Progressive ausgelegt. Ja, zum Beispiel auch sowas. Lass uns mal einen anderen Amp nehmen dafür, nämlich jetzt mal meinen Morgan AC40 Deluxe. Amp Nummer 4. Du musst jetzt hier bedenken, alle Sounds, die ich dir hier gerade vorspiele, sind komplett ohne Effekte. Ich habe das komplett trocken. Ich könnte jetzt hier einfach einen Effekt reinmachen, ja? Sowas spielen, ne? Kann sie auch, kann sie Jazz? Gucken wir mal. Mit dem Morgan müssen wir eigentlich auch gut Jazz spielen können. So, ich habe jetzt die Gitarre erst vor ein paar Tagen gekriegt und ich müsste das Ganze mal noch üben mit dem Walking Bass auf der B-Seite. Das habe ich noch nicht gemacht. Es kommt da auf jeden Fall auch noch was. Und Jazz-Akkorde gehen auch wunderbar. Und
Ja, was könnte ich noch für Sounds spielen? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Vielleicht sowas Angezerrtes. Dann nehmen wir mal den Soldano. Jetzt mal die äußeren Spulen hier. Oder mal eine Spule vom Halshandbacker. Aber wir haben jetzt hier auch diese Schaltung drin. Assets drin haben, wo ich verschiedene Spezial-Split-Sounds machen kann. Also das ist jetzt hier nur eine Spule des Humbuckers. Also das ist jetzt mal der erste Eindruck der MM7. Es wird bestimmt noch mehr Videos geben mit der MM7, weil das wird eine meiner neuen Hauptgitarren. Und ich habe da auch schon mal so einen Song geplant, den ich eventuell aufnehmen will. Keine Ahnung, wie schnell das geht in der heutigen Zeit. Ich freue mich dann, wenn meine Kleine in der Kita ist und ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit habe, sowas zu machen. Aber wenn jemand eine siebenseitige sucht, die jetzt nicht einfach nur auf Metal ausgemacht ist, sondern vielseitig ist und so Richtung Progressive geht und vielleicht auch eine AZ hat schon und sucht eine siebenseitige, die sich dann so ähnlich spielen lässt, also fast gleich außer der siebten Seite halt, der ist hier richtig bedient. Ein Wort zur Verarbeitung, die ist absolut perfekt. Ich habe nichts, aber auch gar nichts gefunden. Kein kleines Action, wo irgendwas verhunzt wurde. Gar nichts. Die Verarbeitung ist 100% aus dem Koffer raus perfekt und die Gitarre war sogar gestimmt. Also da können sich andere Hersteller mal ein Beispiel dran nehmen. Klar, das ist eine Gitarre, die kostet Listenpreis 2500 oder ein bisschen mehr Euro. Ich mache einen Link natürlich unten hin. Aber ja, sie ist das Geld halt auch wert. Und was mir besonders gut gefällt, Ibanez hat an die Gitarre jetzt endlich diese Locking-Tuner gemacht, die von hinten geschraubt werden und nicht mehr die von oben geschraubt werden, die ich persönlich ganz furchtbar finde. Ich habe sowohl an meiner Tom Quayle als auch an meiner Martin Miller habe ich die ausgetauscht und habe genau die, die hier auch drauf sind von GoTo, nachträglich eingebaut, weil ich die einfach viel geiler finde, wenn man das von hinten drehen kann. Sonst musst du so eine Münze nehmen und von oben drehen, finde ich ganz furchtbar. Also hier perfekt dran. Ich muss hier nichts machen an der Gitarre. Die ist richtig geil und wie gesagt, es gibt demnächst wahrscheinlich auch mal ein Songbeispiel mit dem Teil. Von mir eine 100% Empfehlung, ja, perfekte Verarbeitung, nichts zu rütteln, super eingestellt, super Bespielbarkeit, war sogar gestimmt und ja, die muss ich natürlich bei mir jetzt noch ein bisschen einziehen, ja, die ist ganz neu, 5 Tage alt, da muss man auch schon mal nachstimmen, ja, da muss der Sattel muss ich erstmal ein bisschen eingrooven, ja, das ist ganz normal bei einer neuen Gitarre, dass sich am Anfang noch ein bisschen was verstimmt. Ja, die Saiten sind ja auch neu und so, obwohl ich jetzt den Schlupf rausgezogen habe. Aber die Gitarre muss ich hier ein bisschen einleben und die muss eingespielt werden. Und es wird definitiv noch mehr von der Gitarre geben. Aber hier ist sie, Martin Miller MM7, absolut geniales Teil. Und ich filme auch noch ein kleines bisschen diesen wunderschönen Body hier ab, dass du das siehst. Und das blende ich dir dann zum Schluss ein. Oder schon mehr in dem Video. Und dann sage ich aber tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Kanal gefällt, abonnier doch. Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Link zur Gitarre findest du unten. Und natürlich auch zu meinen Gitarrenkursen, wenn dich das interessiert. Und ja, bis dann, mach's gut und tschüss.